Nani. Nani. Yeah. Look. Bürgerinnen und Bürger Sharlayans, hört mich an! Zunächst einmal möchte ich im Namen des Rates dafür danken, dass ihr euch hier so zahlreich versammelt habt. Was wir heute zu verkünden haben, ist für die Zukunft Sharlayans, ja, sogar für die Zukunft des ganzen Planeten von großer Bedeutung. Auch deshalb greifen wir nun auf den Brauch unserer Vorväter zurück und richten uns mit dieser Ansprache an unser Volk. Wie viele von euch sicher wissen, ist die Welt außerhalb unserer Grenzen in Aufruhr. Und im Zentrum des Chaos steht eine Gruppierung, die sich Telophoroi nennt. Normalerweise würden die Streitigkeiten ferner Länder dem Rat wenig Sorge bereiten. Doch uns ist zu Ohren gekommen, dass jene Telophoroi die Apokalypse proklamiert haben. Eine Wortwahl, die uns alarmiert. Denn vor langer Zeit wurde uns eine Prophezeiung zugetragen. Ein Tag wird kommen, an dem die Boten des Weltuntergangs sich zu erkennen geben. Und in ihrem Namen soll Krieg und Chaos auf der Welt entbrennen. Und die Apokalypse soll alles Leben auf dem Gestirn verschlingen. Davon höre ich zum ersten Mal. Welch fürchterliches Omen! Ist das wirklich das Ende aller Tage? Verehrte Bürgerinnen und Bürger, all eure Fragen sollen umgehend geklärt werden. Doch vorerst gilt es, ein altes Schweigegelübde aufzuheben. Das, was unsere Worte bindet, soll sich lösen. Die Ketten des Schweigens gebrochen, das Band der Stille durchschnitten. Endlich können wir uns von der Last dieses Geheimnisses befreien. Wenn ihr die Ehre hättet? Gewiss. Es liegt nunmehr rund 270 Jahre zurück, als unsere Vorfahren im dravanischen Hinterland den Sternengrund erforschten. Soweit dürften die geschichtlichen Ereignisse den meisten hier bekannt sein. Doch was wir dort entdeckten, war bis zum heutigen Tage ein wohlbehütetes Geheimnis des Rates. Inmitten ihrer Studien trafen unsere Vorfahren auf den Willen des Gestirns, auf Hydaelyn. Sie selbst war es, die uns jene Prophezeiung übermittelte. Sie warnte uns vor einer Katastrophe, deren Eintreten das Ende des Gestirns bedeuten würde. Und sie offenbarte uns zugleich einen rettenden Ausweg. Unser Mond, der Nacht für Nacht an unserem Himmel prangt, ist in Wahrheit ein gewaltiges Schiff. Diese Arche wird alles Leben unseres Planeten bis zu einem weit entfernten Stern bringen, wo wir schließlich eine neue Heimat gründen werden. So wie uns einst Newtkrebs Rettung vor der Flut der 6. Katastrophe bewahrte, so soll uns der Mond auch vor diesem Unheil behüten. Tatsächlich befinden sich auf der Mondoberfläche bereits Hydaelyns treue Helfer, mit denen der Rat all die Jahre über in Kontakt stand. Und weil wir die Warnung jener Prophezeiung ernst nehmen, sah sich der Rat verpflichtet, unser Land in Thaliaks Sinn zu formen, das Erbe dieser Welt zu sammeln, um es dereinst mit auf den Mond zu nehmen. Warum lüftet ihr dieses Geheimnis ausgerechnet jetzt? Heißt das etwa, dass die Welt bald untergeht? Wir haben kürzlich eine Nachricht von den Helfern Hydaelyns erhalten. Ich fürchte, das Ende dieses Planeten ist in der Tat nah. Und deshalb werden wir unverzüglich mit der Evakuierung, dem großen Exodus von diesem Planeten beginnen. Die konkrete Planung für diese einmalige Operation liegt in den fähigen Händen des Ratsmitglieds Leveilleur. Verehrte Söhne und Töchter des Wissens, weise Landsleute, eine bislang nie dagewesene Gefahr droht, Chaos in diese Welt zu säen. Sie wird das Antlitz unseres Gestirns, ja unser ganzes Sein, verändern. Und gerade deshalb liegt es an uns Sharlayanern, mit kühlem Kopf und entschlossenen Schrittes die Rettung dieser Welt voranzutreiben. Wer könnte besser gewappnet sein als wir? Unsere Weisheit war schon jeher das Licht, das uns den Weg durch die Dunkelheit gewiesen hat. Wir alle werden in die Fußstapfen Jungkrebs treten und als Pioniere in eine neue Welt aufbrechen. Und mögen die Wellen noch so hochschlagen, die Winde noch so stürmisch sein, am Ende erwartet uns alle ein neues Zeitalter. Die genauen Maßnahmen und Notfallpläne werden in Kürze von den entsprechenden Institutionen und Behörden bekannt gegeben. Vorerst möchten wir unsere verehrten Bürgerinnen und Bürger darum bitten, ihre Arbeit wie gewohnt fortzusetzen und den Rat bei ihren bevorstehenden Aufgaben zu unterstützen. Vielen Dank. Alfino, erinnerst du dich daran, was uns Mutter über Vater gesagt hat? Dass er nach unserer Geburt plötzlich all seine Energien in die Arbeit des Rates steckte? Wenn er das alles getan hat, um diese Pläne voranzutreiben, dann hatte er von Anfang an nur... Ja, so sieht es wohl aus. Würdest du hier einen Moment warten? Ich möchte kurz mit meinem Vater sprechen. Danke. Wird schon schief gehen. Ich komme selbstverständlich auch mit. Ich habe ihm auch das eine oder andere zu sagen. Was ist? Seid ihr hier, um uns den Exodus auszureden? Nein, wir haben keine Einwände gegen die Pläne des Rates. Alle, die Zuflucht auf dem Mond finden möchten, sollen sicher evakuiert werden. Tatsächlich ist Orianger dort zurückgeblieben, um zusammen mit unseren gemeinsamen Freunden sicherzustellen, dass alles bereit ist, wenn die Flucht unausweichlich wird. Und was habt ihr vor? Auch wenn wir nicht über die geballte Weisheit Sharlayans verfügen, haben wir doch auf unseren Reisen zahllose Völker und Zivilisationen kennengelernt. Was wir dort gesehen und erlebt haben, lässt sich in keinem Buch und auf keiner Karte festhalten. Sie sind eins mit dem Gestirn, untrennbar verwoben mit diesem Planeten. Nicht wenige von ihnen würden ihr Leben opfern, um das Land ihrer Vorväter und ihre Kultur zu beschützen. Aber das ist nicht alles. Wir haben Freunde, für die die ausgestreckte Hand Sharlayans unerreichbar ist. Freunde, die der Apokalypse hilflos ausgeliefert sind. Kein Mond steht für sie bereit, auf den sie fliehen könnten. Deshalb kann es für uns nur eine Lösung geben. Für diese Völker und für unsere Freunde werden wir Seite an Seite weiterkämpfen. Sei es mit der Macht unserer Stimme, sei es mit der Macht des Schwertes. Wir erwarten nicht, dass du unsere Entscheidung verstehst, Vater. Aber wenn du doch nur erkennen könntest, dass auch wir Gutes tun. Wir sind keine kleinen Kinder mehr, die deines Schutzes bedürfen. Wir halten deinen Weg der Friedfertigkeit für ehrbar. Aber wir glauben auch daran, dass es einen anderen Weg geben muss, die nahende Katastrophe aufzuhalten. Und wir werden ihn finden. Du wirst schon sehen. Tut, was ihr für richtig haltet. Aber kommt uns nicht in die Quere. Es sieht so aus, als wäre euer Gespräch gut gelaufen. Wäre euer Vater nicht so verdammt stur. Ich glaube, er würde euch beiden sagen, wie stolz er auf euch ist. Ihr habt offenbar Eindruck gemacht. Jetzt müsst ihr euren Worten nur noch Taten folgen lassen. Keine Sorge. Solange es Leute gibt, die an die Zukunft dieses Gestirns glauben, werden wir uns mit aller Macht gegen die Apokalypse stemmen. Dann sollten wir noch einmal Kraft schöpfen. Wir haben alle einen ziemlichen Gewaltmarsch hinter uns. Vor allem du warst wieder unermüdlich. Vom Kampf gegen Zodiac ganz zu schweigen. Gönn dir doch eine Pause, falls du das überhaupt kannst. Ich glaube, ich habe dich noch nie stillstehen sehen. Also dann, kehren wir zurück zum Annex und schöpfen neue Kraft für die Kämpfe von morgen. Abend. Ich dachte, ich schau mal bei dir. Alfino und Alizé waren gerade bei mir und meinten, ich solle was essen und mich ordentlich ausruhen. Bevor sie noch versuchen, mich mit der Milchflasche zu päppeln, habe ich mich lieber aus dem Staub gemacht. Ich dachte, hier bei dir kann ich meine Ruhe haben. Danke, ich stehe hier gut. Ihr seid schon irgendwie ein besonderer Haufen. Ich meine, das weiß ich ja eigentlich schon seit dem Drachenkrieg. Wer so verrückt ist, mit diesem Feuer zu spielen und dann am Ende auch noch damit durchkommt. Um ehrlich zu sein, verstehe ich wenig bis gar nichts von irgendwelchen uralten Primae oder über das Ende der Welt. Aber eins ist sicher, euer heißbrecherischer Idealismus imponiert mir. Deshalb habe ich auch meine Lanze in euren Dienst gestellt. Wenn ihr sie braucht, bin ich zur Stelle. Egal wie schwer der bevorstehende Kampf auch sein mag. Ich stehe hier an eurer Seite, weil das mein Wunsch ist. Ich möchte, dass du das weißt. Ich habe nicht viele Talente, aber ich weiß, wie man kämpft. Wo ihr hinzeigt, wird der Groll der Drachen wüten. Na dann. Ich habe dich lange genug aufgehalten. Zeit, mit dem Wind im Rücken einen Abgang zu machen. Entschuldige. Sollten die Zwillinge fragen, mich hat die Nacht verschluckt. Man sieht sich. Plötzlich ist dieser unheimliche Turm verschwunden. Ein Anblick, den ich nicht vermissen werde. Ich habe gehört, dass das Ilsaba-Korps geschafft hat, den großen Turm in der kaiserlichen Hauptstadt zu zerstören. Das ist angeblich der Grund dafür, dass sich alle anderen Türme in Luft aufgelöst haben. Hindern konnten. Nun ja, laut General Rauban werden sie in Gruppen aufgeteilt und die Eosäische Allianz nimmt sich ihrer an. Na schön. Ich bin zwar immer noch nicht begeistert von dem Gedanken, aber wenigstens hat jemand einen Plan und handelt danach. Unter uns Megiten gab es schließlich auch jene, die Teil des Kaiserreichs waren. Da können wir das Problem wohl kaum auf andere abwälzen. Ja, schwere Zeiten. In Alagana haben sie begonnen, sich um die Neuankömmlinge zu kümmern, wenn es stimmt, was man sich erzählt. Schon wieder so ein Riesenauftrag. Was ist denn mit dem los? Hä? Die Türme sind verschwunden, das Kaiserreich scheint bezwungen und doch liegt das Unheil. Seht sie an, diese absurden Kreaturen. Sie hinterließen nichts als Blut und Asche. Zum Glück. Und unsere Sünden türmten sich empor. Sie ließen darin Blut stürzen. Der Himmel. Er steht in Flammen. Weine mehr, es sind wirklich die letzten Tage. Der Bund der Morgenröte. Unsere Botschaft hat euch also erreicht. Das hat sie. Würdet ihr uns bitte über die aktuelle Lage aufklären? Letzte Nacht erzitterte ein unheilvolles Grollen unsere Insel. Es war wie eine Art Schrei, der aus dem Dann stand der Himmel selbst lichterloh in Flammen. Groteske Bestien, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat, fallen seither über unser Land her. Wobei, das stimmt so nicht ganz. Die Leute selbst verwandelten sich. Binnen eines Wimpernschlags wurden sie zu albtraumhaften Schreckenswesen. Derartige Verwandlungen finden im ganzen Land statt. Eine Bestie ist aber von besonders großer Zerstörungswut beseelt. Das erste Mal sah man sie in Radz-at-Han. Wir nennen sie die Blasphemität, denn sie ist ein groteskes Abbild unserer eigenen Tiergottheiten. Dieser falsche Götze schlägt nun eine Schneise der Verwüstung durch den Norden der Insel. Das Himmelsheer bereitet sich gerade darauf vor, sich ihm zu stellen. Wie steht es um Vrtra? Er hat seine Schwingen ausgebreitet und fliegt nunmehr gen Norden. Alleine. Allerdings ist sich der ehrenwerte Vrtra schmerzlich bewusst, dass in dem Götz und auch in den anderen Bestien ein tafneisches Herz schlägt. Ich bete zu den Göttern, dass seine Sanftmut ihm nicht zum Verhängnis wird. Bitte erlaubt uns, an eurer Seite in diesen Kampf zu ziehen. Euer Beistand rührt mich zutiefst. Und natürlich nehme ich euer Angebot dankend an. Das Himmelsheer nimmt diverse Routen gen Norden. Einige Kompanien brechen hier von Jedlimat aus auf, über den Seeweg. Euch würde ich bitten, ebenfalls von hier aus zu reisen. Doch ein Wort der Warnung. Der Anlegepunkt ist mitten im dichtesten Urwald und ich fürchte, dort werden euch auch gewöhnliche, aber nicht weniger gefährliche Biester begegnen. Ich erwarte euch an den Docks, sobald ihr bereit seid. Ich war schon bereit, als ich in diese Welt kam. gekommen. Sie, meine Kinder. Welch ein Schreck, ich kann uns nicht nicht zu spaßen. Spaß. Das ist für dich. zu starten. So langsam Ich wusste es. Bei den Göttern. Was ist los? Da lag die Blasphemität. Und nun ist sie verschwunden. Habe ich recht? Hast du... Sag bloß, du konntest sie nicht sehen. Diese Bestie, so wie alle anderen, die sich verwandelt haben. Ich kann sie sehen, weil ich sie nicht sehen kann. Sie haben keinen Äther. In meinen Augen erscheinen sie als blinder Fleck. Was hat das zu bedeuten? Erinnert euch an die Worte des Mondrichters. Die Alten erkannten, dass der Verfall des Gestirns dort seinen Anfang nahm, wo der Kreislauf des Astralstroms gestört war. Und nun habe ich die Bestätigung für meine Vermutung. Sobald sich eine Person in eines dieser Ungetüme verwandelt, verwest ihr Äther. Das betrifft natürlich nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Es bleibt nichts zurück, gar nichts. Aber trotzdem haben die Bestien und auch die Blasphemität noch gesprochen. Irgendwo in ihnen muss noch ihr altes Ich stecken. Richtig. Bis alles restlos verrottet ist. Aber auch das ist kaum mehr als ein flüchtiger Schatten ihrer selbst. Das ist ja... Eine Heilung ist also ausgeschlossen? Zumindest mit den uns bekannten Methoden. Allerdings... Nein, es kann gar keine geben. Man kann nichts heilen, was restlos verschwunden ist, was zu nichts geworden ist. Und keine Seele in den Sternengrund zurückkehren kann. Die Bestien marschieren unaufhaltsam weiter. Ich hegte die Hoffnung, dass mit dem Sturz des falschen Götzen auch der übrigen Schar Einhalt geboten wird. Sie sind doch alle Kinder Tafners. Und diese Fänge sind den Geschmack ihres Blutes leid. Was für ein Glück. Ihr seid alle unverletzt. So gesehen werden? Keine Sorge. Sie alle sind enge Vertraute und wissen um seine Identität. Aber dieses Geheimnis muss nun ohnehin gelüftet werden. Ehrenwerter Vrtra, bei allem Respekt, dieser fortdauernde Albtraum füllt Radz-at-Han mit Schreien der Angst und Klagelauten. Die Stadt braucht einen starken Magistrat. Ich bitte euch, gebt euch zu erkennen und breitet die Flügel schützend über eurem Volk aus. Welch Torheit, Ahewan. Allein die Furcht lässt dich so närrisch denken. Inmitten dieser Tragödie nun auch noch zu enthüllen, dass selbst der Magistrat eine Bestie ist. Das würde die Herzen der Leute nur noch tiefer ins Chaos stürzen. Ich verbleibe weiterhin der Drache an der Seite des Magistrats. Und du verbleibst der Magistrat selbst, der sich unter die Leute mischt und sie mit kühlem Kopf und weisen Worten zu beruhigen weiß. Ich bitte euch, helft Ahewan. Findet heraus, was hier vor sich geht. Findet heraus, wie dem beizukommen ist. Hey, hoher Drache! Nimm mich mit! Das Kämpfen in luftigen Höhen ist eines meiner zahlreichen Talente. Hast du nicht zugehört? Ihr sollt Ahewan assistieren. Die Bestien hier vermag ich auch allein unter Kontrolle zu halten. Estinien, fang! Eine Kontaktperle des Bundes, der du so konsequent zu entgehen versuchst. Aber wir müssen uns irgendwie mit Vrtra verständigen können, oder nicht? Es geht am einfachsten, wenn du samt Kontaktperle bei ihm bleibst. Ha. Da hörst du's. Widerstand ist zwecklos, ehrenwerter Magistrat. Ich werde jedoch keine Rücksicht walten lassen. Steig auf meinen Rücken, wenn du meinst, dich festhalten zu können. Schon verstanden, Herr Magistrat. Der Drache, den ich nicht reiten kann, muss erst mal aus dem Ei schlüpfen. Und jetzt holen wir uns den Himmel zurück. Der ehrenwerte Vrtra bereits sagte, so hoffe ich, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Die Lage muss unter Kontrolle gebracht werden. Aber selbstverständlich. Genau deswegen sind wir doch hier. Abermals stehe ich in eurer Schuld. Lasst uns fürs Erste nach Radz-at-Han zurückkehren.